So, liebe Leute. Welcome back, Regionalliga Nord, meine Lieben. 14. Spieltag. Ja, wir sind so ein bisschen in der Bringschuld. Wir haben viel zu viel liegen lassen in den letzten zwei Wochen, möchte ich sagen. Wenn man sich die Gesamtsaison anschaut, ja, da spielen wir weit unter Wert, das ist klar. Haben so die ersten Verpflichtungen, die ersten Transfers jetzt schon eingeleitet für die Winterpause. Und dann gucken wir doch mal, wie wir heute gegen Meppen durchkommen. So, es ist die 6. Minute, die ersten Chancen für uns sind da. Ich gehe sofort mal rein in die Statistik, schauen wir das Spiel, den Spielverlauf an. Ich habe gesagt, wir hauen sie weg. Das heißt, wir müssen hier 4 Tore schießen oder so. Meppen hat seit 400 Minuten kein Tor mehr erzielt, also ganz Meppen. Ja, so schlimm geht es uns noch nicht, aber auch nicht wesentlich besser. Wir verlieren immer die Spiele kurz vor Schluss. So, Jürgen sind jetzt hier, sind alle ziemlich... Also unsere Mannschaft ist komplett angefressen. Wir müssen Gas geben. Meppen kommt jetzt hier mit der Möglichkeit, Freistoß, Twirdi. Er geht rechts am Kiel-Tor vorbei, alles klar. Uiuiui, okay, 16. Minute. Jetzt passiert irgendwie lange Zeit wieder gar nichts. Vollkommen ausgeglichen. Jetzt kriegen wir ein bisschen Spielanteil. Wird mal Zeit hier für eine schöne Aktion, Jungs. Also auch unsere Spielmacher werden auch immer schwächer, ne? Seht ihr das? Ich glaube, einen von beiden muss ich rausknallen. Haben auch gute Phasen gehabt schon im Anfang der Saison oder Mitte der Saison jetzt. Oder Mitte der Hinrunde. Gerade Siedschlag hat auch mal hier und da getroffen, aber da ist auch irgendwie zur Zeit der Wurm drin und die stehen sich auf den Füßen, glaube ich. Möglichkeit, jetzt mal schauen, wer das macht. Also, was ist denn das? Müller passt auf Lindner, der von der linken Seite sofort zu Schied weiterleitet. Dieser überwindet Benjamin Gommert, doch er befand sich zuvor im Abseits, sodass das Tor nicht zählt. Wir haben mal wieder Abseitstreffer. Nächste Möglichkeit. Nach einer tollen Flanke von Johansen ist Schied noch mit dem Haarspitzen am Ball, kann ihm aber keine entscheidende Richtungsänderung mehr geben. Also Johansen heute ganz gut. Schied auch auffällig. Eine vermeintliche Absetzstellung von Lindner wird zurückgepfiffen, aber es war wohl gleiche Höhe. Die nächste Möglichkeit. Jetzt machen wir Druck. Das meine ich damit. Jetzt machen wir Druck. Siedschlag hat eine 5, der fliegt raus. Also Siedschlag nehme ich raus. Also da müssen wir einfach flexibler dann sein auch. So. Punktlich zu Ende. Siedschlag hier mit einer 5. Der wird von mir... Ach, ich am liebsten... Jo. So, raus und dafür den zweiten Stürmer. Jetzt bringen wir mal Sikora. Passt mal auf. Der hat ja gut gespielt zuletzt in der zweiten. Wir gucken mal, was ist denn sein starker Fuß? Rechts. Dann sollte er vielleicht hier stehen, ne? So. Und dann Johansen. Der mit einer 3 heute. Und Pressel mal wieder mit einer 1,5. Wie soll es anders sein? Spielergespräche. Danke, Pressel, dass du den Jungs mal zeigst, wie es geht. Mit schönen Leistungen. Hartmann war auch in den letzten Spielen gut. Der musste die Tore machen. Und jetzt wird hier vorne mal motiviert. In der Hoffnung, dass es mal vorwärts geht. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt langsam werden wir sauer. Jetzt muss der Sieg her. Ich weiß nicht. So, guckt euch mal an, wie offensiv muss ich denn noch spielen? Das ist ja wie so ein richtiger hier, ne? Guck mal, 4, 2, 4. Das ist ja eine Viererkette im Sturm. Also, anders, was soll ich denn sonst machen, ne? Anders geht es ja schon gar nicht mehr. Auf geht's. Ich bin gespannt. Also, das ist das Offensivste, was überhaupt möglich ist. Na, noch 2 OM statt 1 DM, ne? Das wäre noch ein bisschen kranker. Aber jetzt, mir fällt auch nichts mehr ein. Jetzt müssen die Tore mal fallen. Wir sind doch wieder zig Punkte stärker als der Gegner. Spielen zu Hause. Und kriegen den Ball nicht über die Linie gedrückt. Das ist eigentlich schon peinlich. So, jetzt passiert gar nichts. Wir gehen mal rein statistisch gesehen. Okay. In der ersten hatten wir 58% Ballbesitz. Mäßiges Niveau. Torszenen und ansehnliche Kombinationen suchen die Zuschauer derzeit weg. Jetzt kommt Meppen. Jetzt spiele ich zu offensiv wahrscheinlich, oder? Steib uns schussbereit im Strafraum, aber der Stürmer braucht zu lange und die Kieler können uns ja geklären. Jo. Ja, die können jetzt komplett die ganze Defensive ausheben mit ein, zwei Pässen, ne? Das Mittelfeld überbrücken, die ratzfatz. Aber mir fällt auch nichts anderes mehr ein, so. Da. Jo. Alles klar. Ja, ich kann das so nicht laufen lassen, ne? Ist ja klar. Ach, Mann. Seit 452 Minuten schießen die kein Tor, aber gegen uns schießen sie eins.
Zieht ab, der Ball fliegt fast parallel zum Tor und geht dann Zentimeter am langen Eck vorbei. Das war richtig, richtig gefährlich. Jo, danke schön. Bringt uns aber nichts. Schied ist genauso kacke wie Heider, habe ich irgendwie festgestellt. Ja, was? Seid doch mal ehrlich da draußen. Ja, seid doch mal ehrlich. Wir haben Stürmer, aber die treffen nicht. Und das ist jetzt schon das dritte Spiel in Folge. Jetzt nach zwei Unentschieden verlieren wir jetzt sogar noch. Wo wir eigentlich dreimal hätten gewinnen müssen. Also, ich bin wieder mal mit meinem Latein am Ende. Abwarten. Noch nicht rum das Spiel, aber... Statistik. Ja, ausgeglichen. Meppen. Gegen Meppen jetzt auch noch. Jo. Habe ich schon eine Halbzeit gesagt. Oh, jetzt stürzen wir noch so ab, ey. Das ist doch zu... Jetzt stürzen wir ab, ne? Tabelle, zack, bumm, jo. Jetzt sind es bald 10 Punkte Abstand auf Weiche. Es sind genau 9. Die gewinnen nämlich schon wieder. Ich weiß nicht, wie die mit diesem Spielermaterial, wie die da aufgestiegen sind. Ey, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich habe auch mal andere Leute reingebracht, aber ihr seht, da passiert offensiv gar nichts. Da passiert gar nichts. Die wissen gar nicht, wie sie sich den Ball zuspielen sollen. Scheiße hoch 10. Wir haben bis zum 13, bis zum 11. lief es doch richtig stabil. Und jetzt so ein Scheiß. Jo, vertändelt die Chance. Wundert mich auch nicht. Jo, noch einen Haken geschlagen, wie es gehört. Jo, Schlusspfiff. Mach zu Ende. Feierabend. Verlieren gegen Meppen natürlich zu Hause. So sieht's aus. Und weiter geht's. Oh, ist das zu Mäusemelken? Ist das zu Mäusemelken? Jo, jetzt, was willst du machen, ne? Was? Wir haben ja keine Möglichkeit. Eine Krisensitzung können wir einberufen. Jo, eine Krisensitzung. Da sehen wir es jetzt schwarz auf weiß. Da oben wird gewonnen, Goslar, Weichen. Jetzt sitzen wir bald wieder so, wie wir schon vor unserer kleinen, starken Phase gesessen waren. Oh, wow, wow, meine Lieben. Ich habe, wie gesagt, mir brennt der Hut. Ja, ich gucke mir das gar nicht genauer an. Es ist zum weil wir, das ist alles schön und gut. Defensiv haben wir so ein paar Akteure. Pressel zum Beispiel ganz gut. Hartmann ganz gut. So, aber den Rest kannst du fast in die Tonne kloppen. Die sind zu dumm. Da mal ein Spiel aufzuziehen. So, verhandeln mit Neumann. Jetzt ruhig bewahren. Da müssen wir jetzt ein bisschen ruhig bleiben bei der Geschichte. Du wirst in der Regel spielen. Maximal 2 Jahre, weil er noch recht jung ist. Alles klar. Grundgehalt. Was ist denn bei uns das Durchschnittsgehalt? Spielerkader 36.000. Ja, da wirst du auch nicht so viel mehr kriegen. Alles klar. Auflaufprämie. 150 Aufstiegsprämie und eine Torprämie kriegst du von mir. Von 500 Euro. Ligaspielbonus 2000. Nach 30 Spielen. Abstieg, automatische Verlängerung nach 50 Spielen. Abstieg, ablösefrei. Nicht Aufstieg. Ja, lass ich mal weg. So. So. Jo, ich weiß. Wir sind wieder da, wo wir schon waren. Ich weiß. Das Jahr geht zu Ende. Wir haben jetzt Dezember. Der November lief jetzt richtig scheiße. Unsere zweite verliert auch fleißig weiter. Jo, alles wieder fehlgeschlagen. Alles wieder fehlgeschlagen. Und jetzt ist die große Frage, wie willst du da ansetzen? Wir haben ja, es lief ja mit der Aufstellung, mit der Formation, lief es streckenweise gut. Cazio rein. Wieder Heider. Bringt nichts, den Ding zu bringen. Sikora. Pff, Fiete Sikora. Ja, der ist nicht schuld, aber trotzdem müssen sie ja irgendwo merken. Der ist nicht schuld, weiß ich auch, der hat gut gespielt. Zweite Mannschaft. Pech gehabt. Da Sikora. Jo, hast du... Ja. Hättest das Tor gemacht, wärst du drin geblieben. So sieht's aus. Im Showgeschäft. Wie kann unsere Defensive noch so gute Werte haben mit einer Form von 10, 11 und 10,
wenn die so abkacken. Pressel der einzig solide mit Hartmann. Katzior ist jetzt drin. Für Johann, mit Johansen. Im offensiven Mittelfeld. Auch Lindner und Eddie. Ne, ihr seht's ja. Ich meine, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich Idiot. Mann. Haben wir noch eine zweite Aufstellung? Ah, Mann, Mann, Mann. So, haben wir sie ratzfatz. Ratzfatz wieder eingestellt. So. Pass, 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 pass. Taktik. Jo, haut er mir das alles raus, weil du einmal auf Ausstellungsassistent klickst. Also ihr seid doch Arschlöcher. Ja, Johansen habe ich mir auch viel mehr davon erhofft. Also irgendwie will der auch zurzeit überhaupt nicht. Ich weiß aber, was wir eingestellt hatten. Vielleicht liegt daran auch das Problem, ne? Dass wir hier noch ein bisschen mehr, mal ein bisschen direkter passen müssen, zu vorsichtig vielleicht sind. Abstöße, Abwehrreihe. Pressing haben wir, volle Leute sind immer Pressing gefahren, hat irgendwie auch nicht gefruchtet. Jo. Dann einmal nochmal die Laufwege anchecken, abchecken. Die können wir hier die ganze Ecke runterlaufen. So, das passt, das passt. Einmal klickst du da auf Assistent und schon haut er dir das ganze Ding auseinander, ne? Ist ja unglaublich. So. Jetzt sollen die mal, jetzt müssen wir ja ein bisschen Druck machen, irgendwie. Oh, das ist doch zum Mäusemelken. Der hat mir sogar die ganze... Guck, jetzt nehme ich wieder Kiel 1 und hat er mir wieder diese Aufstellung zurechtgebastelt. Hatte ich denn keine zweite drin? Das ist doch zum Mäusemelken. Echt, das ist echt. Jo, das ist bleibt so. Das ist wieder verändert, ne? Wieder die alte Aufstellung. Gottes Willen, ich sag euch, also, oh, ich muss mal, jetzt natürlich ist es schwierig, oder? Also spielerisch ist jetzt auch schwierig, die Ruhe zu bewahren, also nicht vollkommen auszurasten. Nicht vollkommen auszurasten, sondern ruhig zu bleiben. So, jetzt müssen wir die Taktik nochmal öffnen. Oh, Gottes Willen, Gottes Willen. So, 60, detailliert. Pressing 65. Ruhig ein bisschen riskanter, das ist in Ordnung. Flankenposition ist auch in Ordnung. Heider da, dass das stimmt. Mal auf den Langpfosten, gucken wir das Kopfballspiel ein bisschen stärken. Abwehrreihe 60%. Abseitsfalle, alles klar. Jetzt wird das gespeichert. Speichern. Nicht Kierle, sondern Kiel 2. So. Ruhe bewahren. Jetzt gehen wir mal in unseren Terminkalender. Boah, der Baum brennt. Krisensitzung. Yo, endlich haben wir sie. Am 19. November die Krisensitzung. Und dann geht's gegen Oberneuland, ey. Dann bin ich ja mal gespannt, ob das was fruchtet. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber die Hoffnung stirbt ja angeblich zuletzt. Hebler. Manche sind auch komplett überfordert hier, glaube ich, mit der Situation. Ich auch. Nein, ich bleib da schon entspannt, aber langsam müssen die Ergebnisse müssen jetzt für sehr oft wesentlich besser werden. Für eine lange Zeit. Jetzt müssen wir eine Siegesserie hin. Ich bin davon überzeugt. So, jetzt müssen wir Moral tanken. Hilft doch alles nichts. Was sollen wir jetzt den Kopf in den Sand stecken? Bringt doch auch nichts. Also, jetzt muss man uns natürlich durchkämpfen, durchbeißen. Dann wird es eben kein Selbstläufer. Hängen wir halt eben hinten drin, momentan Platz 5. Mit 9 Punkten Abstand auf den Tabellenersten. TSV Weiche. Ja, das ist nun mal Weiche. Wir haben ja bei Weiche die Weichen gestellt mit dem ersten Spieltag. Da haben sie gegen uns gewonnen. Punkt. Sind wir ja selber schuld, wenn wir also unseren starken Gegner emporsteigen lassen. Die haben den stärksten Gegner der Liga geschlagen. Ja, kein Wunder, dass die in der ganzen Liga jetzt rocken. Die sind ja total motiviert. Das heißt, wir müssen ihnen auf den Sack geben. Ordentlich auf den Sack müssen wir ihnen geben. Jetzt holen wir Neumann. Neumann kommt ja anscheinend. So. Aber dass ich ansonsten keine Spieler kriege auf dem Transfermarkt, das ist auch wirklich, ne? Ne? Ihr habt es ja gesehen. Spieler suchen. Hier. Christoph Goller, 17 Jahre. Nicht verfügbar. Nur Laie. Jeldel.
Torwart von Leverkusen. 65, Alter 31. Suchkriterien, Leihspieler wäre halt klasse, ne? Auf Transferliste zur Laie. Alle. Kein einziger. Kein einziger. Woran liegt's denn? Alle. Jetzt ist da wieder, ja, Mosleo und Poppy Shield. Aber wir haben doch den, der Ding war doch auch noch, ne, der, wo war er denn? Der Villas. Aber wir jetzt verloren haben wahrscheinlich, ne, deswegen gibt es noch weniger Spieler, die zu uns kommen würden. Das heißt, wir müssen jetzt mal Punkte reinlegen, damit wir wieder weiter oben stehen. Dann sind auch andere Transfers wieder realistisch für uns. Meine Fresse. Okay, mal Krisensitzung, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Entweder geht ein Ruck durch die Mannschaft oder es passiert gar nichts. Da ist die Krisensitzung. Ja, so. Okay, Jungs. Ruhig bleiben und durchatmen. So sieht's aus. Gegen Oberneuland muss jetzt ein Sieg her. Pflichtsieg. Kann ich ständig Geld ausrufen? Nee, macht doch keinen Sinn. Gibt doch keine Belohnung, nur weil die einen schwächeren Gegner besiegen. Also das wäre für mich jetzt komplett falsche Richtung, die es einschlagen würde. So, Johansen und Katzior, beide jetzt in der Offensive. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Geht steil. Spielmacher. Langsam musst du halt mal Gas geben, Johansen. Ich kann keinen hier... Ich komme mit keinem klar. Ich kann keine gescheiten Gespräche führen. Guck dir das mal an. Wir haben eine Teamdynamik, eine Punktzahl von minus 50 wieder. Katzior. Ist gut trainiert. Wo sind die Jungs, die ich bringe? Die mir auch, die, Hermann überzeugt mich. Passt auch. Hermann überzeugt mich. Siedschlag geht gar nicht. Gib im Training alles. Genau, die Ärmel hochkrempeln. Und ich gebe zu, meine Aggressivität lässt manchmal zu wünschen übrig, meint er. Aber ich werde mich jetzt reinhängen. Ah, jetzt. Haider. Mannschaftsführung ist nicht klasse. Puh, puh, puh. Lindner. Du hast gut trainiert. Ah, oh, der ist ja göttlich, der Pressel. Wenigstens so ein, zwei, sag ich mal, gute Spieler im Kader, ne? Stammspieler in der ersten Mannschaft, Andi Hebler. Jo, was du willst und was du kriegst. Was ist mit Gebers? Ziele runterschrauben. Haben wir nichts hier? Flanken. Aust. Ach, es ist schwierig. Es ist so schwierig. So, 6 Banden haben wir noch. Wir verhandeln mal mit Mediamarkt. Ah, die verkaufen genau 6. Perfekt. Summe erhöhen. Ein Jahr nur. Unterschreiben fix, komm. Bevor wir da noch lange rummachen. Und jetzt geht's hier. Neumann wechselt, Holstein Kiel. Ah, kommt da, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da freue ich mich drauf. Alles klar. Krisensitzung. Okay, nachdem Ihr Präsident eine flammende Ansprache hält, in der er die jetzige Situation und die möglichen Folgen ausführlich darstellte, zeigen sich auch notorische Skeptiker beeindruckt. Ihre Spieler gewinnen 10 Moralpunkte hinzu. Außerdem steigt die Stimmung in der Mannschaft um 2 Punkte. Na, es geht doch. Aktogan ist wieder fit. Hat Schwierigkeiten, sich wieder einzugewöhnen. Ja, ich kann mir aber keinen Dolmetscher für ihn leisten. Laudern hat Interesse. Haha! Und tschüss! Ja, zweite Liga, ne? Wo stehen denn die? Wir gucken mal ganz kurz rein. Nur in die Liga mal. Wir sind schon auf dem Abstiegsast, oder? Ja. Oh, wow, wow. Da brennt auch der Baum auf dem Betze. Nee, jetzt gebe ich nicht auf. Ich will mich hier durchbeißen. Stadt Allendorf, 2 Brücken hat Interesse. Jo, schön für euch. Jetzt geht's um die Wurst. Morten Jensen. Marc Haider. Und Schied.
Jo, wir hoffen mal Haider und dann bringen wir wieder Schied. Wir müssen mit einem Stürmer. Ich würde mir ja mal wünschen, dass Lindner und Eddie, ne, aber wir haben für die leider keine Alternativspieler, dass die mal sich ausruhen können, ein Spiel. Machen wir mal eine Zeit über, ne, weil Fitness, guck mal, Fitness ist ja katastrophal. Dann machen wir auch keinen Fitnesstrainer. Kriegen wir noch einen Fitnesstrainer angeheuert? Ja, ein bisschen Geld ausgeben noch. Gucken wir mal. Was ist denn hier bezahlbar? Das ist doch schön hier. Passt auch gut zu unserem Wert. So, das Ganze bleibt immer bei uns bis 2015, sagen wir mal. 3.000, kriegst du uns 4.000 Euro. Grundgehalt, ist das im Jahr? Naja, kommt ab und zu dann vorbei, ne? Also ist kein Festangestellter, sondern kommt ab und zu und dann wird er bezahlt. Jährliche Erhöhung 1%, wenn du gute Arbeit machst. Angebot machen. Und dann kriegen wir auch einen Fitnesstrainer. Dann geht es ja auch in eine ganz andere Richtung vielleicht. Vielleicht. Leute, drückt die Daumen. Jetzt geht's wirklich um die Wurst. FC Oberneuland. Bis gleich. Auswärts. Ciao, ciao.